Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim. Ich nehme direkt im Anschluss der letzten Folge auf. Darko ist immer noch am Spachteln und ich hatte mich jetzt hier einfach mal safe in so eine kleine Außenhütte hingestellt, die ich gebaut habe. Beziehungsweise einfach nur restauriert habe, denn die stand da schon. Ich habe nur die kaputten Wände ausgetauscht. Ja, mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, das ist langweilig. Ich werde jetzt zurück zur Base gehen und in die Ebene gehen. Denn ich hoffe, Darko hat das Floß oder das Boot dort abgestellt. Denn ich möchte noch ein bisschen Eisen farmen. Mal schauen, ob ich das alleine hinbekomme oder nicht. Und ich hoffe, er hat das Boot dort abgestellt. Weil wäre scheiße, wenn nicht. Hier muss ich rein. Natürlich könnten jetzt auch gleich direkt Mobs kommen. Ich hoffe es mal nicht. Oh, da steht das Boot. Oh, sehr weit weg vom Wasser. Mann, Mann, Darko. Was machst du bloß? Aber das schafft man darüber. Hui! So, und einmal rückwärts. Hier ist kalt. Ach nee. Ja, wir paddeln jetzt einfach mal rückwärts zur Krypta. Da steht sogar noch das alte Floß von mir, wo wir hier tausendmal gestorben sind. Nice. Ich darf nur nicht zu schnell sein, denn ich möchte da noch ein bisschen einlenken. Hey, da lang noch ein bisschen. Gut. Stopp, bleib stehen. Bleib stehen. Nice. Sehr gut eingeparkt, würde ich sagen. Und rein hier. So, hier hinten hatten wir alles gelootet. Na, bis auf den Spaß. Aber Eisen hatten wir hier alles abgeerntet, wenn mich nicht alles täuscht. Jo. Alles weg. Ich habe keine Fackel mitgenommen, ich Dulli. Oh Mann. Hier drüben hatten wir ja auch nichts mehr. Die Kiste war fast leer. Dann also hier lang. Was gab's hier? Da gab's nix. Also das hier. Und ich sehe rein gar nichts. Nice. So, haben wir denn jetzt eigentlich schon was eingesammelt? Nö. Lol, willst du mich verarschen? Nix.
gar nix. Das ist doch gerade ein bisschen verarsche hier. Ah, ich sehe dich. Du brauchst dich gar nicht verstecken. So, den Bogen. Wow. Ich habe nur Feuerpfeile dabei, genau. Tag 186. Ah, da hinten ist noch mehr Eisen. Ey, ich hab Gegengifttrank genommen. Du kannst mir nix. Ja, spring weg, das machst du richtig so. Da warst du down. So. Alter, man kriegt hier echt so wenig Eisen raus. Ich habe gerade eins rausbekommen. Das ist ja scheiße. Zwei. Hier war doch noch was, da. Da war auch noch was. So, wie viel haben wir jetzt rausbekommen? 4 Stück. Das ist echt wenig. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte an mehr gehofft. Schade, schade. Da werden wir offscreen noch einiges machen müssen hier. Wenn wir uns die komplette Eisenrüstung machen wollen. Naja. Ah ja, ich bin nicht länger ausgeruht, bla bla. So. Hier dürfte nichts drinne sein. Stellst du dich bitte wieder hin? So. Oh doch, da ist einer. Headshot. Na okay, nicht ganz. Ey, bleib stehen. Sag mal. Jetzt ist er down. Okay, das war's. Hier ist dann keiner mehr.
Hier war doch noch was. Ey. Sag mal. Leck mich doch am Hintern. Ja, Platz habe ich noch ein bisschen. Okay, da ist wieder alles zu. Aber hier ist doch noch... Da ist noch was. So. Und hier ist auch noch was. Ich sehe das. Sag mal. Ja. Will sich irgendwie nicht einsammeln lassen. Nice. Das bringe ich erstmal vor. 16 weitere Metallschrott. Geil. Hier die Kiste hatte ich ja abgebaut. Dann nutzen wir wieder unsere Standardkiste hier hinten, ne? Alter, 16 weitere Metallschrott. Klar, warum nicht? So, die Pilze kommen natürlich noch mit. Aber die Krypta ist echt ganz schön groß, muss ich sagen. Aber das scheint es auch schon gewesen zu sein mit der Krypta. Die ist leer. Echt jetzt? Das war's schon? Ist ja langweilig. Die geben gar nichts. Schade, ich dachte, die geben vielleicht irgendeinen speziellen Gegenstand oder so. Schild habe ich nicht ausgerüstet, aber jetzt... Toll, ich dachte hier jetzt so richtig geile Loot oder so. Na, wie viel hältst du aus? Ja, einiges. Ja, die hält einiges aus. Ach, ich habe meinen Hammer gar nicht dabei. Jetzt hätte ich gucken können, wie weit ich die Durability runtergehauen habe. Mäh. Da hinten gab es ja nur Wasser zum Schwimmen. Ja. Aufregende Folge. Eik gegen das Eisentor. Ich glaube, ich krieg das nicht so schnell da. Und da brauche ich eine Werkbank und den Hammer. Und hier hinten gab es ja wirklich nichts. Kein Durchgang, gar nichts. Es gibt nicht mal irgendwie ein Altar, womit wir den dritten Boss irgendwie uns bemerkbar machen können. Das ist halt wirklich scheiße gerade. Komm, du bringst 20 Eisene. Geh kaputt.
Boah, wisst ihr was? Ich fahre jetzt draußen ganz schnell Holz. Ah, muss ich ein bisschen rauszoomen wieder hier. Du bist zu schwer. Jetzt brauche ich noch Steine. Scheiße, und ich habe keine Steine. Ja, Moment. Holz weg. Stein kann ich nicht abbauen. Aber hier haben wir schon mal einen Hammer. Also brauche ich nur Holz. Das waren jetzt 3. Boah, ich habe euch gehört. Reicht das? 7. Ne, ich brauche noch ein Holz. Oder 3 Holz am besten. So. Du kommst jetzt mal bitte her, du bist mir zu nah am Boot. So. Dann bauen wir das Eisentor halt so ab. Ganz einfach. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das da. Nein. Sechs. Okay, das kann ich nicht reparieren. Und ich kann keine Werkbank hier drin setzen. Ernsthaft? Dann machen wir die Picke halt broke. Okay. Ja. Sehr schön. Okay. Weiter. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wortwörtlich, um Stunden. Wenn ich ein bisschen zurückgehe, mache ich noch mehr Damage? Nee, gar nicht. Mhm. Okay. Ja. Okay. Ich sage ja, die Picke ist vorher broke. Holy shit. Was die alles aushält. Das Eisentor. Das hier kommt alles mit. Und warten hier Gegner auf mich? Ne. Du kleiner, vermaledeiter Wichsfrosch. Was? Fällt dir ein? Hä? Du machst mein Boot kaputt, du Arsch! Alter! Ich muss da hochkommen. Oder kann ich das hier setzen? Nee.
Kann ich die so setzen? Ja. Nice, das ging. Alter, hat der unser Boot geschrottet? Mir fehlt aber noch ein bisschen was. Das hätte ich gerne alles wieder. Ja, du trägst zu viel. Das holen wir gleich. So. Dann würde ich sagen, wir schippern mal zurück in die Base. So, ganz gemütlich. Jo, das werde ich euch jetzt aber nicht antun. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen, auch wenn nicht viel passiert ist. Aber wenn doch, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.